Hallo, alles klar. Schönen guten Abend. Ich begrüße euch alle recht herzlich zu unserer Veranstaltung auf den Weg in den autoritären Gesundheitsstaat. Wir wollen hier gemeinsam diskutieren. Gemeinsam, das sind Anatol Anuschewski, der ist ein Rechtsanwalt, Sebastian Raabe vom Krankenhauspersonalbündnis, Cordula Oeding, Soziologin und als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Linken in Bremerhaven, und Horst Wesemann, auch Anwalt. Für die Linken sitzt er in der Innendeputation hier in Bremen. Ich sage mal so, vor einem Jahr haben wir noch über das Polizeigesetz geredet, über die Verschärfung des Polizeigesetzes als Angriff auf die Demokratie hier. Da konnten wir uns irgendwie nicht vorstellen, wie das heute aussieht, welche Ausmaße die Angriffe auf die demokratischen Strukturen in diesem Land haben, wie schnell das gehen kann und mit welcher Geschwindigkeit auch Zustimmung durch die Bevölkerung, breite Zustimmung wie das eben dazu führt und wie das sich eben so entwickelt hat. Zunächst einmal möchte ich dem Anatol das Wort geben, und zwar mit der Frage: Anatol, wie schätzt du das ein? Ist diese ganze Geschichte mit Corona, ist das irgendwie ein riesengroßes Sozialexperiment, wo geguckt werden soll, inwieweit die Bevölkerung funktioniert und inwieweit die Bevölkerung sich einschwören lässt auf solche Maßnahmen, auf irgendwie Einschränkungen? Oder ist der Coronavirus tatsächlich ein Problem, ein wirklich großes Problem, gesundheitliches Problem, wo wir uns als Linke mit auseinandersetzen müssen, das heißt, wo wir gucken müssen, wie wir diese ganze Corona-Geschichte als Linke begleiten und da vernünftige Forderungen dran stellen? Ja, ich würde erstmal davon ausgehen, dass sagen der Umgang mit so einer Infektion und Pandemie, das ist sozusagen eine sinnvolle Aufgabe. Das sind in der Vergangenheit alle 100 Jahre grassiert so eine Seuche durch Europa, da sind Tausende, Millionen Menschen dran gestorben. Das ist sozusagen eine sinnvolle Aufgabe, sich sozusagen damit auseinanderzusetzen und da einen Gesundheitsschutz zu betreiben. Und ich glaube auch, dass das sagen unser Zusammenleben tatsächlich länger verändern wird und es sozusagen auszuhandeln gilt, wie in so einer Epidemie sozusagen der Umgang der Leute miteinander ist. Und ich denke, in so eine Debatte muss die Linke rein und muss gucken, was da drin linke Positionen sind und da drin sozusagen Argumente schärfen. Ja, dass wir da sozusagen nicht mit den Sammlungen alter Hüte reingehen, sondern genau auf die Situation gucken, genau mit den richtigen Fragen und Antworten und Forderungen auch reingehen. Ich glaube, in dieser ganzen Debatte kann es nicht darum gehen, so einen absoluten Infektionsschutz einzufordern. Das ist nicht das, worum es geht. Also es geht nicht darum, dass niemand angesteckt wird, sondern es geht sozusagen um eine Verlangsamung. Und ich glaube, daraus folgt auch, dass es nicht darum geht, ein gesellschaftliches Leben komplett stillzulegen, sondern zu gucken, was geht, was nicht geht. Und wie sich sozusagen ein Zusammenleben neu gestalten kann. Und was sozusagen erlaubt ist, ne? Und was sozusagen auch gesellschaftlich akzeptiertes Verhalten ist. Und ich glaube, da muss man gucken, was da jetzt sozusagen gut geht und was an Debatten schiefläuft. Also eine Diskussion. Oder jetzt sagen, eine Entscheidung zu sagen, man macht Möbelgeschäfte wieder auf und verbietet Versammlungen gleichzeitig. Das ist eine Wertung, die man gegenübersetzen muss. Und wenn man da Möbelhäuser bevorzugt, würde ich sagen, ist das ein erheblicher Mangel an demokratischer Gesinnung. Und gleichzeitig sind wir, glaube ich, im Moment in einer Situation, wo sich das Ganze ja auch irgendwie wieder sortiert und wo wir jetzt akut ja anfangen darüber zu reden, wie man oder wie so eine Gesellschaft aus diesen ganz massiven Restriktionen, wie sie bisher unterwegs waren, sagen, langsam wieder rauskommen. Und ich glaube, auch das ist was, wo eine Linke in die Debatte muss und sagen, für eine konkrete Reihenfolge streitet, wie sagen Restriktionen,
wieder abgebaut werden. Ja, besten Dank. Ein anderer Punkt dabei ist ja sicherlich auch, dass zwar der Virus alle irgendwie betrifft, also wie so eine Art Risiko, wie so eine Naturkatastrophe oder so, dass aber der Virus natürlich auf eine Klassengesellschaft trifft. Also dass unterschiedliche Menschen mit diesem Virus unterschiedlich umgehen. Dass es also ein Unterschied ist, ob ich in meiner tollen Luxuswohnung sitze mit Terrasse und allem drum und dran oder ob ich eben eingepfercht in eine Dreizimmerwohnung mit drei Kindern bin. Wie schätzt du das ein? Und soweit erstmal. Ich würde meinen Namensvetter Anatole France zitieren. An der Stelle immer. Ne? Vor dem Gesetz sind alle gleich und es ist dem Armen wie dem Reichen verboten, unter Brücken zu schlafen und Brot zu klauen. Das ist überspitzt, aber es macht sozusagen den Punkt klar. Ne? Also im eigenen Garten, auf dem eigenen Balkon lässt sich zu Hause bleiben auch einfacher ertragen. Und auf der anderen Seite ist es eine Aufgabe für eine Linke, im Blick zu behalten, welche Bevölkerungsgruppen eigentlich in dieser aktuellen Situation durchs Raster fallen. Also es trifft, glaube ich, Leute in den Risikogruppen ganz massiv, in Pflegeeinrichtungen, das ist sozusagen der Ort, wo das Ganze am gefährlichsten ist, und aber halt auch in allen anderen Orten, wo Leute gezwungen sind, unter einem Dach zu wohnen, sei es der Knast, aber vor allem eben, was jetzt auch gerade in Bremen länger Debatte ist, sozusagen Situationen in Unterkünften für Geflüchteten, ne? Also in den Notaufnahmen, in Massenunterkünften, wo etliche hundert Leute auf einem sehr, sehr engen Raum zusammenleben und wo es absehbar ist, dass es zu Infektionen kommt und wo in diesem Setting irgendwie ein gearteter Infektionsschutz gar nicht betrieben werden kann, außer in dem Einsperren schlussendlich aller Leute, die in dieser Unterkunft leben. Und dann verwandelt sich so eine Unterkunft in einen Knast. Und ich glaube, da muss man, glaube ich, so sagen, schauen, was mit diesen Restriktionen, die es gibt. Und das war das Beispiel mit den Brücken, das trifft sozusagen in sozialen Lagen sehr unterschiedlich und das müssen wir im Blick behalten. Kurze Nachfrage dazu nochmal. Meinst du denn, dass es überhaupt rechtlich vertretbar, dass auf der einen Seite gesagt wird, es muss ein Mindestabstand eingehalten werden in allen möglichen Beziehungen, im Kaufhaus und sonst wo, man darf sich nicht treffen, aber gleichzeitig sitzen halt Leute dann, wenn sie staatlich untergebracht sind, in irgendwelchen Zwangseinrichtungen beziehungsweise in Flüchtlingseinrichtungen halt auf viel geringerem Raum zusammen. Das scheint ja irgendwie ein Widerspruch zu sein. Ja, es ist... auf der einen Seite, also ich hatte ja eben schon mal gesagt, es geht sozusagen gar nicht um absoluten Infektionsschutz, also dass sich Leute begegnen, ist sozusagen klar. Auf der anderen Seite ist diese Lebenslage in so einer Massenunterkunft eben eine, die ein ganz massiv höheres Risiko bringt, sich zu infizieren. Und es ist eben eine soziale Lage, die die Leute eben nicht befähigt, sich auch selber zu schützen. Ich glaube, das ist sozusagen das Problem dabei. Und im Konkreten funktioniert es halt nicht. Also wer ist denn, also auch diese gesamte rechtliche Debatte ist auf einen bestimmten Punkt müßig, ob das jetzt ein Haushalt ist oder nicht, aber faktisch ist es so, es sind sehr viele Leute auf einem sehr engen Raum und wenn da eine Erkrankung einmal grassiert sie, dann haben sie alle. Und das ist sozusagen das Maß der sozialen Benachteiligung und schlussendlich der Ignoranz vor dieser Lebenslage. Dann noch eine Frage, Anatole, was mich so ein bisschen erstaunt ist, die Geschwindigkeit, mit der die Bevölkerung die Männer mit den Bärten oder die Frauen mit den Bärten einfordern, also die Macher, die reine Exekutive und wie schätzt du das ein? Also hier in Bremen konkret, jetzt treffen sich die Beiräte wieder, aber es war ja so, dass einfach demokratische Strukturen ausgesetzt wurden, dass irgendwie pure Exekutive war und die so mehr oder weniger durchregiert hat. Und
Wie erklärst du uns oder dir oder mir, dass das in so kurzer Zeit auf so eine große Zustimmung trifft, dass also die Leute Hurra brüllen, weil die Macher machen? Ja, ich glaube, da stecken mehrere Dimensionen drin. Also ich glaube, wenn man sozusagen davon ausgeht, wir haben diese relativ neue Situation mit dieser Erkrankung, es müssen sich irgendwie Sachen neu zurechtschütteln, wie die Leute miteinander umgehen, wie sie in sozialen Kontakt treten. Da müssen sich Gewohnheiten verändern. Ich glaube, damit hat es angefangen und ich fand sozusagen auch die erste Zeit, als es um Lockdown ging, war sozusagen relativ viel geprägt von Diskurs und von auch der richtigen Frage, was macht das mit den Leuten? Wie gehen die Leute mit diesen Einschränkungen um? Und ich fand da ehrlich gesagt auch symptomatisch, dass diese ganzen Bußgeldkataloge irgendwie mit 2 bis 3 Wochen Verspätung hinterherkamen. Ne? Also es hat auch ein staatliches Handeln ja tatsächlich erstmal vor allem auf Vermittlung gesetzt und sozusagen dann ist jetzt sozusagen die Frage, kommt jetzt sozusagen der repressive Apparat und der repressive Umgang hinterher mit Bußgeldern und so. Und ich habe schon den Eindruck, es gibt sozusagen im Diskurs so einen Hang zu repressiven Lösungen da drin, zu Verboten. Genau, und das, ich glaube, das kommt jetzt nach und ich glaube, das ist im Prinzip auch die Kernfrage, die wir irgendwie jetzt heute hier Abend hier besprechen müssen. Was sind das eigentlich an einzelnen Stellen? Was sind sozusagen gesellschaftliche Veränderungen, die in der neuen Situation sinnvoll sind? Und das, was ist das, wo das sozusagen drüber hinausschießt? Du hattest es eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Ich finde das tatsächlich eine ganz relevante oder eine ganz interessante Frage auch, was passiert da eigentlich tatsächlich mit den Parlamenten? Also ist das jetzt gerade eigentlich alles, was von Regierung, von oben, von Verordnung sozusagen dann auch verordnet wird? Oder ist es was sozusagen auf Diskurs beruht? Und ich finde das in dem Zusammenhang relativ spannend, was sozusagen die Parlamente machen, die sich relativ schnell, habe ich den Eindruck, sozusagen rausgenommen haben. Die Situation in NRW war da, glaube ich, ganz spannend, wo sozusagen so ein Gesetz geplant war, wo sozusagen das Parlament nur noch sagte, jetzt wir haben jetzt den Gesundheitsnotstand und jetzt gibt es ein Go. Also sozusagen die zu allen Maßnahmen, dass das Parlament es weggegeben hat an die Regierung und gesagt hat, macht mal. Das ist aber ja in der Diskussion dann wieder auch sehr weit zurückgerudert. Ne? Also ich glaube, das konkrete Ausführungsgesetz, ich habe es mir heute noch mal kurz angeguckt, das ist am Ende des Tages ein Papiertiger. So, aber diese Frage, Umgang Regierung und Parlament, wie verhält sich das, ist ein spannender Punkt. Und ein genauso spannender Punkt ist, glaube ich, dieser Umgang mit Experten. Ja, also wie, auch das würde ich immer sagen, ist eigentlich ein Mangel an demokratischer Form, wenn sozusagen, oder Debattenbeiträge, die sozusagen immer Entscheidungen und an Experten weggeben wollen oder sozusagen den Experten die Linie überlassen. Ne? Weil am Ende des Tages, also es geht gar nicht darum, dass das sozusagen eine schlechte Rolle ist. Ich komme ja sozusagen auch auf eine gewisse Ebene als einer daher. Aber und ich glaube, es ist auch total wichtig, klar zu haben, diese Debatten auf einer sinnvollen empirischen Grundlage zu führen. Aber sozusagen diese Expertenfrage beinhaltet sozusagen immer das Risiko, Fragen immer nur aus einer bestimmten Ecke zu sehen und sozusagen nicht reell in eine gesellschaftliche Diskussion einzubetten. Und zuletzt vielleicht nochmal so zu dieser These mit der repressiven Lösung. Das ist sozusagen die Frage, was macht das sozusagen, die einzelnen Maßnahmen? Ich habe das Gefühl, da ist auch ein Moment drin, dass sich so ganz konkrete Fragen sozusagen von einem konkreten Bedarf an Infektionsschutz entfernen. Das war auch so eine Debatte aus NRW, da war das Picknick verboten.
ich im Radio gehörte, war eine sehr lange Debatte die Frage, was denn ein Picknick ist. Ist denn ein Picknick, wenn ich mit jemandem spazieren gehe, nicht? Wenn ich mit jemandem spazieren gehe, esse ein Brot. Ich esse, sitze auf, beim Spaziergang habe ein Brot mit, sitze auf einer Parkbank. Ich gehe mit jemandem spazieren, esse ein Brot, sitze auf einer Decke. War genau so auch im Rahmen eines irgendwie gearteten Expertengesprächs. Der Rat am Ende war, man solle doch keine Decke mitnehmen, weil das würde ja dann das Signal für das Picknick machen. Und das war eine völlig ernsthaft geführte Debatte. Und ich fand das total schockierend, weil es hatte nichts mit Frage von Infektionsschutz zu tun, sondern es ging ausschließlich darum, wie verhalte ich mich konform, wie gehe ich mit dieser Repression um. Sehr, sehr gruselig. Ja, finde ich auch. Gut, dass du das nochmal sagst. Ich fand auch das, was der grüne Ministerpräsident in Baden-Württemberg da rausgehauen hat, fand ich richtig bedenklich, wo er die Menschen einfach offen zur Denunziation auffordert. Er hat dann gesagt, es hätte nichts mit Denunziation zu tun. Aber wenn ich Leute bei der Polizei anzeigen soll, weil sie zu dritt oder zu mehr Leuten irgendwie unangenehm riechen oder unangenehm duften oder sowas irgendwie da anzeige, dann ist das eben Denunziation. Und was ist das sonst? Also finde ich schon schwierig, dazu offen aufzurufen. So. Also gut. Ich würde jetzt gerne einmal zum Horst rübergehen. Horst, und dich fragen, die aktuellen Verordnungen greifen massiv in die Grundrechte ein. Sind Gerichte um ihre Meinung gefragt worden? Kannst du uns einen Überblick darüber geben, wie die Verwaltungs- und Oberverwaltungsgerichte darauf reagiert haben? Ja, ich würde zunächst noch mal eine kleine Vorbemerkung dazu machen. Die massiven Grundrechtseinschränkungen, von denen ich gesprochen habe oder von denen du gerade gesprochen hast, das ist der Kerngehalt des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Entfaltung der Persönlichkeit, Glaubensfreiheit, Versammlungsfreiheit, Freizügigkeit, Recht auf Arbeit und letztlich auch Asylrecht. Alles Umstände, die so wesentlich sind, dass man sich schon fragt, wie das Grundgesetz das eigentlich zulässt. Denn immerhin im Artikel 19 heißt es ausdrücklich, dass verboten ist, ein Grundrecht durch Gesetz sozusagen einzuschränken, wenn es in seinem Wesensgehalt angetastet wird. Das ist sozusagen der Hintergrund. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass bei derartig massiven Grundrechtseinschränkungen nicht nur bei Juristen der Wunsch aufkommt, jetzt mal Gerichte damit zu beschäftigen, um zu klären, was es damit auf sich hat. Denn die Politik scheint ja so, hat uns im Stich gelassen. Inzwischen gibt es aber eine große Anzahl von Entscheidungen der Verwaltungsgerichte und Oberverwaltungsgerichte, auch Bundesverfassungsgericht und andere Verfassungsgerichte. Der Tenor, ich sage das mal so allgemein, der Tenor all dieser Entscheidungen fällt allerdings im Wesentlichen zu Lasten des Grundgesetzes aus. Da heißt das immer, Gesundheitsschutz geht vor Grundrecht vor, geht Grundrechten vor. Aber die eigentliche Frage ist doch, ob wir das überhaupt benötigen. Wir haben sozusagen das, was eben schon angedeutet worden ist, wir haben ja die Situation, dass hier massive gesetzliche Regelungen in Kraft getreten sind, ohne dass die Parlamente dieses abgesegnet haben. Das würde jeweils von den Regierungen abgeschlossen. Und obwohl das Bundesverfassungsgericht eben auch in anderen früheren Entscheidungen festgestellt hat, dass Entscheidungen von wesentlicher Bedeutung von den Parlamenten getroffen werden müssen. Und jetzt ist es so, eine Opposition findet nicht statt, eine öffentliche Debatte schon gar nicht. Letztlich entscheidet ein Tierarzt und ein Virologe, wie der Kurs heute zu sein hat, Herr Wieler und Herr Drosten. Und ich frage mich, warum wird eigentlich nicht auf Einsicht und Vernunft gesetzt? Also ja, es wird alles so administrativ versucht zu regeln. In Schweden funktioniert das scheinbar anders. Auch da wird auf Einsicht und Vernunft gesetzt. Letztlich, und das kann man auch aus verschiedenen Entscheidungen auch rauslesen, die letztlich verbliebene Hoffnung ist die zeitliche Begrenzung derartiger Maßnahmen. Es bleibt allerdings zu hoffen, dass sich da nicht ein Verhalten einschleift, das die Inhalte der Maßnahmen über die zeitliche Befristung hinaus aufrechterhält. Dazu können wir vielleicht später nochmal diskutieren. Ich fasse aber nur mal kurz zusammen und man muss dazu sagen, es gibt stündlich neue Entscheidungen, die ich vielleicht gar nicht alle umfassend darstellen kann. Aber um das mal in großem Rahmen zu sagen, abgesegnet von den Verwaltungsgerichten und von den Oberverwaltungsgerichten sind
bis vor kurzem noch die Schließung von Schulen und Kitas und von Ladengeschäften, auch Late-Night-Shopping und Ähnliches wurde verboten. Gut, da sind wir jetzt schon etwas drüber hinaus. Aber Schließung von Spielhallen, Fitnessstudios, Lotto-Annahmestellen, Blumenladen und Pralinengeschäfte, das alles war schon Gegenstand von Gerichtsentscheidungen. Selbst der Hähnchengrill wurde verboten, der Verkauf aus mobilen Verkaufsaufständen. Eine Waschanlage ist nicht erlaubt und keine Geburtstagsfeier in großer Runde mit mehr als 50 Gästen war da Thema in einer Entscheidung. Kein Besuchsrecht in Pflegeeinrichtungen, kein Bezug der eigenen Ferienwohnung, auch nicht zum Zwecke der Renovierung, nicht, auch nicht mit Mobilwohnwagen an die Küste fahren. Dass die Maskenpflicht, soweit in Jena jedenfalls schon verhängt, rechtmäßig ist, wurde auch bestätigt. Der Mindestabstand ist rechtmäßig. Ein Einreiseverbot nach Schleswig-Holstein ist rechtmäßig. Auch für Zweitwohnsitze in Ostprignitz, da soll es allerdings jetzt unzulässig sein, hat das Oberverwaltungsgericht entschieden. Gegenseitige Besuche von Mutter und Tochter sollen verboten sein. Ausgangsbeschränkungen sollen auch rechtmäßig sein. Da ging es um zwei Personen, die nicht zusammenwohnen. Da hatte zunächst das Verwaltungsgericht das zugelassen. Das Oberverwaltungsgericht hat es gekippt und das Bundesverfassungsgericht hat es letztlich auch wieder bestätigt, weil die beiden Personen nicht aus einem Haushalt stammend kommen. Verbot von Zusammenkünften in religiösen Einrichtungen ist ja auch schon öfters erörtert worden. Da ist das Bundesverfassungsgericht sehr deutlich geworden und hat das praktisch noch durchgewunken, weil es befristet ist und immer wieder strenge Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit und die Prüfung der Verhältnismäßigkeit gestellt werden. Man muss sagen, derzeit trotz des damit verbundenen überaus schwerwiegenden Eingriffs in die Glaubensfreiheit haben Gesundheitsrisiken Vorrang vor dem Schutz dieses Grundrechts, so das Bundesverfassungsgericht. Allgemeine Verbotsverfügung insgesamt auch von verschiedenen Verwaltungsgerichten für rechtmäßig gehalten worden und auch das ist schon angesprochen worden. Geflüchtete dürfen in Gemeinschaftseinrichtungen in Quarantäne genommen werden. Ergebnis sieht man ja in Bremen. Nicht? Absurd, da liegen 7 Personen mit einem winzigen Zimmer und anschließend, als ja eine Demonstration stattfindet, da fertigt die Polizei Strafanzeigen wegen der Demo und der Nichteinhaltung von Abständen. Das ist schon einigermaßen absurd. Das vielleicht zu den Verwaltungsrechten, wenn ich das so darauf beschränken darf, erstmal. Ja, vielen Dank. Nochmal eine Frage zum Verfassungsgericht. Es gibt Klagen vom Verfassungsgericht oder gibt den Gang nach Karlsruhe. Kannst du uns da was zu berichten? Und was ich ganz spannend finde, ist ja auch diese Frage, dass also ohne jetzt in die Verschwörungsebene zu kommen, dass es eben auch Psychiatrisierung von Anwälten gibt. So, vielleicht magst du dazu was sagen. Ja, also man muss dazu vielleicht vorneweg sagen, eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts kann man nur dann beantragen, wenn der Rechtsweg insgesamt ausgeschöpft worden ist. Das ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sozusagen ganz am Ende eines Rechtsschutzes. Und der Antragsteller muss ausdrücklich darlegen, dass durch diese beanstandete Verordnung er selbst gegenwärtig und unmittelbar an seinen Grundrechten verletzt worden ist und betroffen ist. Diese Entscheidung, die du eben angesprochen hast von Frau Barner, die etwas bekannter geworden ist mit ihrer Verfassungsbeschwerde, die ist als unzulässig zurückgewiesen worden, nicht als unbegründet, aber als unzulässig. Ich gebe zu, da sind auch einige, sie hat nicht richtig dargelegt, nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts, dass sie von all diesen Verordnungen im Einzelnen auch selbst betroffen ist. Und da wurde dann aufgezählt, dass eben die Verordnung auch eine Vielzahl von Maßnahmen beinhaltet, mit denen sie überhaupt nichts zu tun hat. Und deswegen ist sie sich persönlich nicht betroffen. Und im Wesentlichen wurde dann auch abgestellt darauf, dass sie den Rechtsweg nicht eingehalten hat. Selbst noch mitgeteilt hat, dass sie beim Oberverwaltungsgericht in Baden-Württemberg irgendwo eine Entscheidung beantragt hat. Aber sie hat da nicht näher ausgeführt, warum sie trotzdem dann zum Bundesverfassungsgericht gegangen ist. Also auch beim Bundesverfassungsgericht würde ich mal so ganz grob sagen, ist die Tendenz eher eine zulasten der Grundrechte. Solange der politische Druck nicht groß genug ist, macht das Bundesverfassungsgericht, folgt sie auch der Regierung und den Anordnungen, die die Regierung getroffen hat. Es gibt da eine ganze Vielzahl von Entscheidungen, die will ich aber nicht alle zitieren, aber im Kern würde ich sagen, ich habe aber gehört, es gibt neuere Entscheidungen vom Samstag, die ich jetzt nicht auf dem Zettel habe,
Aber es gibt schon einige Entscheidungen, die insofern ganz unglücklich gewesen sind. Ich muss mal eben gucken. Es gab ja, ich hatte mir das mal rausgesucht, wo ist er? Also, insbesondere im Zusammenhang mit Demonstrations- und Versammlungsgeboten oder Verboten ist das Bundesverfassungsgericht mehrfach gefragt worden. Man fragt sich natürlich, wo endet jetzt eigentlich, oder ist das eine ernstzunehmende Versammlung, wenn genehmigt wird, dass ich nicht mit mehr als zwei Personen an so einer Veranstaltung teilnehmen darf? Oder wenn mir untersagt wird, dass ich dort Pappschilder mit Meinungsäußerungen mit mir führe, weil dann ja die Gefahr besteht, dass sich andere Leute dafür interessieren und dann dieser Gruppe sozusagen näher kommen, um sich über den Inhalt dieser Pappschilder sozusagen zu informieren. Da muss ich sagen, da hört es meines Erachtens auf mit der Versammlungsfreiheit. Auch wenn man das vielleicht als positiv sehen muss, dass letztlich dann auch Versammlungen mit weniger als den zugelassenen 20 Personen in einigen Bundesländern, ist das ja so, genehmigt werden müssen. Allein Bremen hat allerdings die Demonstration erlaubt, wobei sich das dann praktisch auch nicht richtig umsetzt. Wie ich gesagt habe, wird dann auch so eine Maßnahme mit 50 Personen zugelassen und dann kommt das Gesundheitsamt und sagt, na, 50 sind zu viel, wir finden besser, wenn dann nur 5 kommen oder 10. Also ich sag mal, das ist ein massiver Eingriff in die Versammlungsfreiheit. Das muss man sagen, lässt uns das Bundesverfassungsgericht auch im Stich in der Frage. Zum Schluss noch, sind deiner Meinung nach Gerichte noch ein wirksames Korrektiv in dieser ganzen Auseinandersetzung? Gibt es also Möglichkeiten, über Gerichte Einfluss zu nehmen, wirklich Dinge voranzutreiben bzw. zu verhindern? Wie schätzt du das ein? Ich fürchte, gegenwärtig kann man den Gerichten also nicht so viel hohe Erwartungen richten an die Gerichte. Dazu ist das Einverständnis mit den Maßnahmen, die beschlossen worden sind, in der Bevölkerung zu groß. Alle sind damit einverstanden, halten sich auch an die Regeln, was ich auch richtig finde. Ich möchte das ja auch nicht, dass sozusagen ich habe ja nichts dagegen, zu Hause zu bleiben. Ich habe auch nichts dagegen, mit 1,50 Meter Abstand zu leben. Nur, ich möchte nicht, dass das sozusagen ausgehebelt wird, was das Grundgesetz und einige an Freiheiten bietet. Ich möchte, dass auf Vernunft und Einsicht gesetzt wird. Und wenn wir von den Gerichten etwas erwarten, was sozusagen die Politik in ihre Grenzen verweist, dann ist sozusagen auch mehr politischer Druck erforderlich von außen. Das ist meine Auffassung. Und gegenwärtig ist, wie gesagt, das Einverständnis zu groß. Ja, ganz, ganz spannend fand ich irgendwie zu sehen, es gab in Tel Aviv eine große Demo gegen die Maßnahmen der Regierung oder gegen die harten Maßnahmen der Regierung. Und die haben tatsächlich auf so einem großen Platz irgendwie Striche gezogen, alle 2 Meter auseinander, nach vorne, nach hinten. Das war dann ein irres Bild. Also ein paar hundert Leute stehen da, glaube ich, zusammen und alle halt mit diesem Mindestabstand. Und das geht also sehr wohl, also auch in einem Land, was eigentlich ziemlich restriktiv gerade in dieser ganzen Corona-Geschichte da vorgeht. Also eine Entscheidung vom Verwaltungsgericht in Dresden sollte man vielleicht mal ausdrücklich zitieren. Da wird eine 6-Personen-Demonstration verboten. Und zwar mit der Begründung, weil zu berücksichtigen sei, dass die angezeigte Versammlung aufgrund der vom Antragsteller erwarteten geringen Teilnehmerzahl und insbesondere bei Beachtung der vom Antragsteller vorgetragenen Schutzmaßnahmen mit Einhaltung des Mindestabstands und so weiter von vornherein bereits eine geringe Außenwirkung und Strahlkraft entfaltet. Also das Verwaltungsgericht nimmt damit allen Ernstes eine Bewertung der vermeintlich geringen öffentlichen Wirkung einer Demonstration vor und nimmt diese als Anlass, eine Demonstration zu verbieten. Das ist absurd. Und wenn solche Entscheidungen Praxis macht, dann ist das für den Rechtsstaat extrem gefährlich. So ist, man muss ja eben sich auch vergegenwärtigen, dass es nicht nur Aufgabe des Veranstalters ist, für die Sicherheit einer Demonstration zu sorgen, sondern dass das auch Pflicht des Staates ist. Ja, vielen Dank. Eben noch mal ganz kurz der Hinweis, also ihr da draußen im weltweiten Netz könnt natürlich irgendwie hier Fragen stellen über die Kommentarleiste. Das wird dann hier reingegeben und die stellen wir dann hier uns und beantworten die dann. Also bitte
fragt. Gut, kommen wir jetzt zu Cordula. Cordula, du hast dich ein bisschen mit einer ganz konkreten Geschichte jetzt in dieser ganzen Corona-Krise da beschäftigt und mit Maßnahmen, nämlich mit der App, mit der Bewegungs-App, die ja irgendwie relativ umstritten eigentlich ist. Es gibt auch auf linker Seite also Leute, die sagen, das ist eine im Prinzip gute Sache, wenn sie nur richtig angewandt wird oder wenn sie irgendwie nicht von den Bösen, sondern von den Guten gemacht wird. Also der Chaos Computer Club ist da ja sehr wohl auch der Meinung, das wäre irgendwie eigentlich eine Sache, die man machen könnte. Magst du uns da ein bisschen was zu sagen? Also erstmal überhaupt, was ist das überhaupt, diese Corona-App? Wer stellt sie her und was sind das überhaupt für technische Möglichkeiten, die da diskutiert werden? Ja, ist das an? Okay. Also Bewegungs-App ist schon mal ein... Also Bewegungs-App wäre eher schlecht. Also weil du mich das gefragt hast, Bewegungs-App ist eher schlecht. Ich bin keine IT-Expertin, habe mich jetzt aber im Rahmen dessen halt damit befasst, was so eine App uns bringen könnte. Also irgendwie hat sich mir das, bevor ich mich damit befasst habe, überhaupt nicht richtig erschlossen. Und letztendlich habe ich herausgefunden, dass über eine App der Kontakt mit infizierten Personen also rausgefunden werden soll und dass man sich anhand dieses Kontakts, bevor man Symptome zeigt, isolieren kann. Also, dass man nicht irgendwie so wie das jetzt ist, jemand hat Symptome und dann werden Leute gesucht, die jetzt mit dem Kontakt hatten oder mit ihr und das ist ziemlich mühselig und von dieser App erwartet man oder erhofft man sich, dass das schneller und unkomplizierter vonstatten geht, die Leute zu finden. Was aber auch irgendwie im Zuge dieser App passieren soll, dass unsere Arbeitsfähigkeit wiederhergestellt wird. Also dass unsere Bewegungsräume, ne, so wie das jetzt ist, dass die halt wieder erweitert werden. Dass zum Beispiel an den Grenzen, also da wo Grenzgängerinnen sind, dass das wieder einfacher funktioniert. Und in die Rahmung, es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich habe mich jetzt im Rahmen dessen damit beschäftigt, was die Europäische Union auf den Weg bringen will. Und das heißt PEP-PT, Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing. Das ist ein ziemlich langer Name. Und unter diesem Dach arbeiten 130 Wissenschaftlerinnen, Mitarbeiterinnen, IT-Expertinnen an der Basissoftware, die für alle europäischen Länder genutzt werden kann und auf die dann eine Corona-App aufgesetzt wird. Also technisch kann ich euch das jetzt auch nicht in Detail erklären, aber die Bedeutung liegt darin, dass nicht alle, also oder dass halt besonders viele Menschen, damit das wirksam ist, diese App nutzen und dadurch die Wirksamkeit halt hergestellt wird. Beteiligt sind daran Belgien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Dänemark, Italien, Österreich und die Schweiz. Und unter der Schirmherrschaft von Chris Boos, das ist ein deutscher IT-Unternehmer, also der hat den Anstoß dazu gegeben, so eine Software zu entwickeln. Und heute lese ich im Handelsblatt, es ist jetzt halt auch schon Streit entstanden über, und das ist ja jetzt auch interessant im Rahmen unserer Diskussion hier, über die Machbarkeit bzw. den garantierten Datenschutz, den ich bis vorhin, als ich mich mit dieser App beschäftigt habe, für gut befunden hatte. Aber gut, da kommen wir ja auch gleich nochmal zu. Chris Boos ist der Schirmherr, was vielleicht auch noch nicht unwichtig ist zu wissen, dass der Datenschutzbeauftragte, das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, das Robert-Koch-Institut und das Heinrich-Hertz-Institut daran beteiligt sind. Und und das ist ja in den letzten Wochen, habt ihr ja vielleicht auch alle mitbekommen, Soldatinnen im Inneren, die, entschuldige, wenn ihr es jetzt nicht gehört habt. im Inneren die Wirksamkeit dieser App überprüft haben. Und wie es aussieht, soll sie im Mai kommen. Das jetzt erstmal so zu den Rahmungen. Wir kommen jetzt ja gleich in den anderen Fragen. Also, oder beziehungsweise hatte mir das jetzt irgendwie rausgeschrieben, auch wie das irgendwie technisch funktioniert und was eine Sicherheit eigentlich herstellt. Vielleicht, wenn da jetzt gleich Fragen kommen, sonst können wir das ja vielleicht einfach einstellen, wo Leute das dann nochmal nachlesen können, weil das würde jetzt irgendwie, glaube ich, die Zeit
sprengen. Weiß ich nicht. Kannst du vielleicht noch was dazu sagen, welche technischen Voraussetzungen überhaupt notwendig sind, um diese Anonymität einer solchen App überhaupt zu gewährleisten? Also geht das? Und wenn ja, was muss getan werden, damit das dann so ist? Ja, das geht auf jeden Fall. Also habe ich gelesen, dass das geht. Ich bin ja keine IT-Expertin. Und da ist das halt auch tatsächlich dieses PEP-PT ein vielversprechendes System, weil es halt nicht auf dem, was du eben gesagt hast, auf Bewegungsdaten basiert, sondern auf einer Rückverfolgung von Kontakt und dass eine absolute Anonymität über eine ID hergestellt wird. Da kann ich vielleicht gleich nochmal was zu sagen. Aber was ich in dem Zusammenhang auch interessant finde, ist, dass, und das ist halt auch vom Chaos Computer Club irgendwie so rausgegeben, dass erstmal auch überhaupt eine Wirksamkeit dieser App nachgewiesen werden sollte, bevor man sie auf den Weg oder bevor man sie in dieser Masse auf den Weg bringt. Und bisher gibt es keine belastbaren Studien, die eine Eindämmung der Infektionsketten belegen würden. Also selbst in Singapur, wo die ja das öffentliche Leben gar nicht runtergefahren haben, und die sich da mit Tracing und Tracking, was eben halt Bewegungs-, also Nachverfolgung von Bewegung ist, ausprobiert haben, gibt es einfach keine verwertbaren Daten bis jetzt. Also ist es eigentlich überhaupt nicht klar, bringt das überhaupt was? Dann ist undurchsichtig, es gibt halt Palantir auch, das ist ein US-Datenanalyst, der der Bundesregierung angeboten hat, sich an der Softwareentwicklung zu beteiligen und ist dafür bekannt, Spionagesoftware zu entwickeln, was auch von Frau Renner im Bundestag, die ist ja für diese ganzen Datengeschichten für die Linke zuständig, sehr kritisch gesehen wird. Und was hattest du noch gefragt? Ja, genau, pass auf. Also, es läuft so. Also dann doch jetzt. Den technischen Weg, wie es möglich ist. Ja. Soweit. Oder vielleicht kommt, ja. Kurz. Gut. Also, wenn die Software installiert ist auf unseren Handys, gibt es eine Identifikationsnummer, die in regelmäßigen Abständen verändert wird. Dadurch ist eine Rückverfolgung oder Rückschlüsse über die Identität der Nutzerin nicht mehr möglich. Und diese ganze Technik soll über eine Bluetooth-Funktechnik stattfinden, die, das ist eine Funktion in Smartphones, die quasi einen Kontakt, also das ist so, ja, die einen Kontakt aufzeichnen, ohne dass man wissen muss, wo hat das stattgefunden, mit wem hat das stattgefunden. Und na, wie lange hat das stattgefunden, ist nicht so unwichtig. Und diese Bluetooth-Funktechnik ist dazu in der Lage, weniger als 2 bis 2 Meter irgendwie festzustellen, was unter anderem GPS und Mobilfunkmasten nicht gewährleisten. Die können uns absolut kontrollieren, auf Schritt und Tritt, was es ja zum Beispiel, ich glaube, da geht Seba ja gleich auch nochmal drauf ein, in unterschiedlichen Ländern auch gibt. In Polen gibt es das zum Beispiel, also da gibt es tatsächlich seit dem 1. April auch eine Verpflichtung. Das ist vielleicht in dem Rahmen auch nochmal irgendwie nicht unwichtig zu sagen, dass es hier auf einer Freiwilligkeit basiert. Also dass bisher nicht angedacht ist, dass wir dazu gezwungen werden, so eine App zu installieren. Frag jetzt noch mal was, oder? Wir hatten ja noch die Frage... Ach so, nee, entschuldigt, echt. Leute da draußen, ey, ich bin das hier echt nicht gewohnt, für mich ist das echt ein bisschen anstrengend. Was total, das ist eigentlich das Entscheidende. Das Entscheidende für eine sichere App ist, dass sie Open Source ist. Das bedeutet, dass der Quellcode zur Verfügung steht und dass Menschen, ich könnte das nicht, aber wenn man den Quellcode hat, kann man halt sehen, was ist da programmiert, gibt es ein Schlupfloch, wo Daten abgesaugt werden, wie auch, also ne, das können Leute, die es halt können das identifizieren. Und das ist die absolute Garantie für Sicherheit. Und noch ein technisches Detail, jetzt fällt es mir alles ein, Leute, hier, Leute draußen, jetzt hier, dass generell solche Sachen schon vorher installiert werden, also mit in die Technik installiert werden, um Sicherheit zu garantieren. Dass man nachher nicht mehr nachvollziehen kann, ist das jetzt eigentlich so? Und das ist bei dieser PEP-PT-App tatsächlich auch umstritten, weil nicht klar ist, wird sie Open Source sein, wird der Quellcode zur Verfügung stehen und
es zwei Methoden gibt, die über einen Server geschlossen oder offen laufen und wo man nicht, und an diesem Server, wo die ganzen Daten zusammenlaufen, muss auch eine Person sitzen, die die Sachen auswertet. Ne? Und da ist noch Bedarf. Das ist aber noch offen. Ich habe jetzt hier zwei Fragen, die da auch ganz gut zu passen. Ich stelle die einfach mal in die Runde, bevor wir dann weitermachen. Und zwar einmal von Bastiane Scholze. Geht das alles in Richtung Überwachungsstaat mit den Apps? Und eine weitere Frage, was jetzt nicht von wem die ist. Es gibt keine erhöhte Sterberate, wie anfangs vermutet wurde. Warum also eine App? Ich weiß nicht, wer möchte da was zu sagen? Also, ich schließe das jetzt vielleicht mal gerade direkt an die Apps an. Also das, was ich jetzt gerade hier so ein bisschen holprig beschrieben habe, geht definitiv nicht in Richtung Überwachungsstaat, wenn die Regeln eingehalten werden. Fraglich ist halt, wie es sich auf europäischer Ebene zeigen wird. Also wenn wir weiter die Grenzen geschlossen halten, kann jedes Land da treiben, was es will, scheinbar. Aber wenn wir uns dann rückbesinnen auf Europa, wird es nochmal spannend, weil Ungarn, Polen und noch, genau, die haben das als Pflicht und auch nicht unter diesen Bedingungen, dass man anonym bleibt, sondern da ist es die absolute Überwachung. Also da könnte man sagen, ja, es geht in Richtung Überwachungsstaat. Also ja, das mit den Sterberaten, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, also weil es gibt offensichtlich eine höhere Sterberate durch dieses Virus als jetzt durch eine normale, einfache Grippe. Weiß nicht, hat jemand... Anatol? Ja, ich... Das klang eben jetzt schon mal so ein bisschen an mit der Frage, sozusagen der evidenzbasierten Diskussion. So wie ich das verstanden habe, die Sterberate stellt sich statistisch gesehen, das kann man Ende des Jahres mal ausrechnen. Aber ich glaube, da kommt es überhaupt nicht drauf an. Also ich glaube, man konnte sich in Italien sehr gut angucken, was passiert, wenn ein Gesundheitssystem überlastet. Und ist, glaube ich, was, wo man einfach, das muss man so sehen, dass das passiert. Und ich glaube, da haben hier Sachen funktioniert, die sozusagen bisher das Gesundheitssystem eher in die Lage versetzt haben, damit umzugehen. Und ich glaube, der gruselige Moment kommt, wenn sozusagen so eine Intensivmedizin an die Grenzen gerät. Und das ist eben gerade hier nicht passiert. Und das ist aber auch gut so. Und alles und ich finde, man sozusagen eine humanistische Perspektive heißt sozusagen darauf zu achten und sowas zur Kenntnis zu nehmen, dass das gerade passiert. Ja, besten Dank. Kommen wir zum Seba. Sebastian, wie von dir eine kurze Einschätzung, wie sieht das in anderen Ländern aus mit der App? Also es gibt ja sehr wohl Erfahrungen mit dieser App und wie ein Staat dann mit so einer App umgeht und wo, zu welchen Verwerfungen das führen kann oder zu welchen Erscheinungen. Vielleicht magst du da was zu sagen. Ja, das passt auch ein bisschen zu dieser Frage von dem Überwachungsstaat, weil das, wir sind in Deutschland, haben wir die Situation, wo relativ früh reagiert wurde mit Ausgangssperren und so, oder also mit einigermaßen soften Ausgangssperren. In anderen Ländern ist deutlich härter vorgegangen, in anderen Ländern ist deutlich weniger hart vorgegangen, bis hin zu einem gewissen Laissez-faire und wir lassen das mal und so. Und es ist eigentlich ganz spannend, das zu vergleichen irgendwie. Also in China gibt es zum Beispiel, also gab es ja sehr harte Ausgangssperren mit solchen Geschichten, wo nur ein Familienmitglied einmal in der Woche einkaufen gehen durfte und so. Und es gab auch so eine App, die verbunden war mit dem Alipay-System, also das, was zu dem Alibaba-Konzern gehört, der, glaube ich, 900 Millionen NutzerInnen hat in China. Also das ist sowas wie Amazon, wenn das ungefähr alle benutzen. Und da war es halt so, dass dieses System geprüft hat, wo hast du, welche Zugtickets hast du gekauft, mit wem hast du wann Kontakt gehabt beim Bezahlen oder so, und hat dann dir einen Code ausgespuckt, so einen QR-Code, der dann entweder grün, gelb oder rot war.
Und den musstest du dann vorzeigen, immer wenn du in die U-Bahn gehen wolltest oder wenn du in ein Einkaufszentrum gehen wolltest. Und es ist ein bisschen intransparent, wie genau dieser Code dann zusammengesetzt wurde. Also eben nicht Open Source offensichtlich. Und scheinbar ist es auch so, dass da auch Infos an die Polizei geschickt worden sind von dieser App. So. Genau, und das ist natürlich dann eine Funktion, die schon für einen Überwachungsstaat massiv genutzt werden kann. Das wird, glaube ich, darüber sehr deutlich. Was es aber auch, also was China, glaube ich, als Beispiel auch zeigt, ist, dass es schon irgendwie funktioniert hat. So, ne? Also zumindest, wenn man den Verlautbarungen der Regierung Glauben schenken darf und so. Ich glaube, dass zumindest ein paar Länder neidisch darauf sind. So. Also in Russland wurde das System ja auch kopiert, da gibt es auch jetzt so einen Quarantänepass mit QR-Code. Und da ist es so, dass wer diese Quarantänemaßnahmen eben nicht einhält, also da sind bis zu 7 Jahren Strafe, Gefängnisstrafe möglich. Und dementsprechend halten sich die Leute da auch dran. Das kann auch gut sein, aber es hat auch, also es kann auch nicht funktionieren, was das Beispiel Russland auch schön zeigt, weil es in der Metro in Moskau zum Beispiel riesige Schlangen und Menschentrauben gibt vor den Checkpoints, wo die Polizei die QR-Codes kontrolliert von den Leuten, so, ne? Was natürlich völlig absurd ist. So. Das macht es offensichtlich nicht besser. Genau, also es macht auf jeden Fall klar, dass Repression im Zuge dieser Krise gerade hochgefahren wird. Also und das nicht nur in den Ländern, die im Westen sowieso immer als böse und diktatorisch gelten oder sowas, sondern auch zum Beispiel in Frankreich, was irgendwie als liberale Diktatur gilt, aber von der Repression her nahtlos anknüpft an die heftigen Polizeirepressionen in den letzten 2 Jahren. So. Und das Problem ist, wie sieht es mit Ländern aus, bei denen man nicht irgendwie zu Hause sitzen kann und keine Ahnung, Krankengeld bekommt oder auch nicht irgendwie Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld oder sowas. Also in Indien zum Beispiel sind 90% der Menschen im informellen Sektor und können einfach, also haben die Wahl, entweder zu verhungern und sich an die Quarantäne zu halten oder eben weiter ihren Straßenladen irgendwie aufrechtzuerhalten dann eben sich zu infizieren. So, ne? Es gibt keine Testmöglichkeiten, das Gesundheitssystem ist sowieso schwach und so. Da ist es jetzt auch zu ersten Aufständen und Demonstrationen und sowas gekommen. Ne? Also das zeigt auch, wie es gehen kann. Aber ich finde auch die andere Seite der Medaille eben, also Horst hatte vorhin Schweden einmal erwähnt und ich weiß nicht, ob Schweden so ein super Beispiel ist, weil da der, also einer von den Experten und Beratern sozusagen gesagt hat, ach, wir machen hier so eine Durchseuchung und wir machen irgendwie das möglichst frei und so. Und es ist gut, wenn alle Leute langsam krank werden. Und da kommen wir jetzt an einen Punkt, wo tatsächlich das Gesundheitssystem überlastet wird. So, ne? Also das ist schon, also ich glaube, dieses Konzept, wir lassen das Virus einmal die komplette Bevölkerung durchseuchen, ist ein total gefährliches und ist total fatal. Ich meine, auch in Deutschland gibt es ja diese absurden Fälle, die jetzt Anatol auch schon gesagt hat, dass es irgendwie verboten ist, im Park zu picknicken oder sowas. Aber gleichzeitig ist es eben erlaubt, weiter in der Straßenbahn oder im Bus zur Arbeit zu fahren, da im Großraumbüro zu sitzen oder in der Panzerbaufabrik oder sowas, wo man sich halt dann eben da anstecken darf. So, ne? Also das ist sozusagen die schöne Freiheit, die wir dann hier haben. Wenn man sich das größte Land der Freiheit anguckt in den USA, wo jetzt gerade 20 Millionen Menschen ihre Jobs verloren haben, damit meistens auch ihre Krankenversicherung verloren haben, kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, was das für Konsequenzen da für die Leute hat. So. Oder auch für Wohnungslose. Ne? Also in Las Vegas sind neben den ganzen leeren Hotels auf riesigen Parkplätzen so Kästen eingezeichnet worden, mit 2 Meter Abstand jeweils, wo den Obdachlosen gesagt worden ist, hier, da könnt ihr so schlafen, dass ihr genug Abstand zu eurem Mitobdachlosen habt. So, also das... Also ich finde beide Extreme, also sowohl China als auch die USA,
zeigen eigentlich auf, dass ja, den Zustand der Welt und wie egal, ob es freier ist oder diktatorischer, dass es beides nichts ist, wo sich Leute selber darüber bestimmen, über das, wie sie eigentlich gerade leben wollen irgendwie. Also das, was ja eigentlich nötig wäre, wären demokratische Entscheidungen darüber, wie wir leben wollen, ob wir arbeiten wollen, ob wir der Meinung sind, wenn wir informiert darüber, wenn wir ausreichend darüber informiert werden, wenn es eine Transparenz gibt und so weiter, dass wir selber darüber entscheiden können, okay, dieser Arbeitsplatz ist sicher unter den und den Umständen. Das müssen wir demokratisch mitbestimmen können. Wir wollen demokratisch darüber mitbestimmen, wie Maßnahmen in der Öffentlichkeit aussehen und so weiter. Nur dann haben wir eigentlich die Möglichkeit, tatsächlich selbstbestimmt und mit eigenem Bewusstsein irgendwie zu bestimmen, wie wir diese Krise bewältigen wollen. Ja. Ich wollte jetzt noch mal kurz anmerken, dass, weil ich ja jetzt eben da, also ein kategorisches Nein ist es ja nicht, aber schon eher mit Einschränkung, weil es hier, also was eine Überwachung oder ja, eine Überwachung angeht, dass es Anfang März von Jens Spahn schon auch dystopische Vorschläge für eine Vollüberwachung gegeben hat, die dann aber vom Parlament dann irgendwie erstmal abgebügelt wurde, aber es gibt den Wunsch, und das ist, finde ich, auch eine Frage, ne? Also ob man jetzt über eine Technik, oder es ist ja uns, glaube ich, schon allen klar, dass man es über eine Technik herstellen kann. Und was ich in dem Zusammenhang total wichtig finde, es muss eine Transparenz geben, eine absolute Transparenz, was passiert mit dieser App, wie lange müssen wir es haben, ohne dass man das Gefühl hat, dass da irgendwie was mitgetrieben wird. Und solange das nicht so ist, finde ich, müssen wir da schon auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Ne? Also, dass da schon nicht nur unsere Gesundheit im Auge ist. So finde ich es schon auch. Genau. Und, Entschuldigung, ich muss das, weil mir das echt wichtig ist, ist mir jetzt auch, also wir sitzen ja jetzt hier, also was mir in diesem Ganzen, was du auch eben gesagt hast, ne, wie das alles funktioniert, dass dieses Moment des Angstmachens, ohne dass wir eine Auflösung erfahren, uns auch so willig macht. Also, dass ich immer wieder im Zusammenhang mit diesen Apps gelesen habe, dass wir uns immer mehr dahin entwickeln, dass wir das auf jeden Fall auch wollen. Am liebsten wollen wir ja das auch selber irgendwie. Ja, und das ist ja auch so ein Moment des Umgangs mit diesem Virus, der vielleicht nicht ganz so hilfreich ist. Also das ist mir nochmal eingefallen, dass das irgendwie auch vielleicht mal zur Diskussion gestellt wird oder dass wir das im Kopf behalten. Was wird mit Angst eigentlich hier getrieben? Ja, genau. Ja. Was wird mit Angst alles von uns, wie weit geht das dann? Also wenn das Robert-Koch-Institut jetzt also fordert, stellen Sie sich bitte nackt ans Fenster, wir wollen Sie scannen, das dient Ihrer Gesundheit, machen wir das dann auch noch mit? So? Oder ist da dann endgültig Schluss? Eine andere Frage in dem Zusammenhang ist ja sicherlich, vielleicht kann das ja jemand mal irgendwie beantworten, wenn also jetzt Bill Gates da jetzt das Zaubermittel erfunden hat mit seiner Firma, die ja immerhin einer der größten Geldgeber für die WHO ist, wird es dann dazu kommen, dass wir alle Hurra rufen, weil wir zwangsgeimpft werden und dann wieder auf die Straße gehen dürfen? Gibt es da irgendwie ein Verhältnis zu oder wie schätzt ihr das ein? Hat da jemand eine Antwort drauf? Ich wäre zumindest sehr, sehr skeptisch damit, irgendein Mittel, was jetzt so simsalabim aus der Hüfte kommt, irgendwie zwangsweise an alle irgendwie zu vergeben. Aber ich habe da vielleicht auch ein bisschen, was Impfen angeht, den Aluhut auf. So. Also ich hab heute irgendwo so ein Bild gesehen, was jemand in den sozialen Medien geteilt hat, von wegen... jetzt werden uns allen Chips eingepflanzt und beim Impfen und so weiter. Und ich glaube, das ist dann ein bisschen nicht mehr so gesund im psychischen Sinne irgendwie. Ich glaube aber, also natürlich muss es auch eine gesunde Skepsis vor Pharmaindustrie geben und vor Großkonzernen, die ja natürlich einen krassen Reibach machen würden, wenn sie jetzt irgendwie das Allheilmittel gegen den Coronavirus irgendwie erfinden würden. Ich glaube aber, die Wahrscheinlichkeit ist erstmal nicht so hoch, dass es so schnell geht,
Weil, also erstens ist das Problem, dass man das dann ordentlich testen müsste. Mein Mitbewohner, der Biologe ist, hat letztens gesagt, ja, und wenn man dann im Nachhinein feststellt, dass dieser Impfstoff als Nebenwirkung Unfruchtbarkeit hat, könnten wir natürlich ein Problem haben. So. Glaube ich aber nicht, weil deswegen muss sowas auch ordentlich getestet werden, weil das die Leute ja auch wissen, die das entwickeln. Aber das größte Problem ist, glaube ich, dass diese ganzen Konzerne und Labore und so weiter alle nebeneinander und gegeneinander forschen und eben nicht in miteinander sozusagen. Also alle nutzen ihre Kapazitäten, ihre Forschungskapazitäten, die sie haben, um, ja, wie gesagt, also für sich selbst zu hoffen, in der Hoffnung darauf, dass sie als Erster diesen Impfstoff entwickeln oder das Heilmittel oder was auch immer. Und dann eben ja Monopolist sind und als einzige massiven Profit machen könnten. So, ne? Und das ist völlig absurd. Also da müssten tatsächlich alle Labore und Pharmakonzerne eigentlich unter eine gesellschaftliche Kontrolle gestellt werden, wo man sagt, okay, jetzt geht es hier nicht um Profit, sondern es geht um das Überleben von Hunderttausenden. Und da muss man sich mal zusammenreißen. Dann ist es dann wichtiger als Profit. So, ja, ich würde jetzt ja eher zu den Impffreunden gehören und ehrlich gesagt pragmatisch sagen, wenn es hilft, ne, das ist in Ordnung. Also wie ich diese Debatte, ich bin jetzt sagen auch kein Mediziner, da bewegen wir uns sozusagen ja auch im fachfremden Raum, aber sozusagen ist im Moment passiert sozusagen so eine Bremsung der Ausbreitung durch Freiheitseinschränkungen. Und da muss man sich ja schon die Frage stellen, wo führt das hin? So, und wie ich die Debatte verstanden habe, führt das in zwei Richtungen. Die eine ist, es hatten genug Leute Corona und das bremst sich darum, dass irgendwie genug Leute immun sind. Oder aber es gibt den Impfstoff und ich vermute mal, oder sozusagen, wenn die Lösung mit der Impfung die schnellere ist, sehr gut. Und alle anderen Fragen, klar, dass das sozusagen in kapitalistischen Bedingungen sowohl in Bezug auf die Forschung als auch nachher im Verkauf von Impfstoffen alles furchtbar gruselig sein wird, ja, aber geschenkt. Hier ist noch eine Frage reingekommen, vielleicht kann da ja jemand was zu sagen. Das deutsche Gesundheitssystem ist mit dem in Italien oder USA oder Spanien in keinster Weise zu vergleichen. Deutschland ist doch super aufgestellt, so viele Intensivbetten stehen leer und wichtige OPs werden verschoben. Der vermutete Peak ist doch gar nicht eingetreten. Also tatsächlich gab es ja die Meldung, dass irgendwie Pflegepersonal in Kurzarbeit geschickt wird. So, ich weiß nicht, vielleicht kann da jemand was zu sagen. Ich würde mal ganz kurz gerne was da ein... Also ich will jetzt nichts dazu sagen, aber an dieser Frage fällt mir halt auf, wie verworren das eigentlich ist. Ne? Also wir sitzen ja jetzt hier und befassen uns eigentlich mit dem autoritären Staat und das sind aber eigentlich die drängenden Fragen. Was ist mit einem Impfstoff und so... Also, weil ein Impfstoff... gut, du hattest das eingeleitet über einen Chip, der uns initiiert wird. Aber dass das Thema einfach echt ein großes ist, ne? Also dass wir vielleicht da einfach ein bisschen länger dranbleiben müssen, um uns da so zu sortieren. Ne? Weil das hat jetzt definitiv nichts mit autoritärem Staat zu tun, die Vergleiche der Krankensysteme, ist aber dennoch auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Wollte es nur mal einwerfen, dass, ja. Aber ich würde ja sagen, es hat was damit zu tun. Also weil wir haben sozusagen großen Zampano gemacht, viele Rechtseinschränkungen. Und Olaf, du hattest das ganz am Anfang eingeleitet, sind wir sozusagen Teil eines riesigen sozialen Experiments? Ich würde ja sagen, nein, in Bezug auf experimentierter oder ist es sozusagen gesteuert oder, ne? Verschwörungstheorien sind scheiße. Es ist natürlich ein Teil eines riesigen Experimentes, weil man nicht so richtig weiß, wie es funktioniert. So, und keine Ahnung, ob das am unterschiedlichen Gesundheitssystem liegt oder ob es daran liegt, dass über ein verändertes soziales Verhalten, das sozusagen rechtzeitiger geklappt hat, irgendwie
die Ausbreitung einzufinden und es deswegen sozusagen in Deutschland die Intensivbetten leer geblieben sind und in Italien es, und in vielen anderen Ländern es sehr grausam ist. So gesehen sind wir Teil des Experimentes und das ist der Punkt, wo wir auf den Abend, finde ich, zurückkommen, zu sehen, ah ja, wir sind sozusagen mit dem, was an repressiven Einschränkungen gerade passiert sind, sozusagen eigentlich im oberen Bereich. Und eigentlich geht es sozusagen darum, sozusagen jetzt weiteren Schaden von sozialen Strukturen irgendwie wegzunehmen und sozusagen die Fahne der Freiheit wieder höher zu hängen. Das können wir, kann man sich, glaube ich, eher leisten, wenn die Intensivstationen leer sind. Nee, ich will es nur mal ganz kurz einwerfen, dass Italien so ein marodes Gesundheitssystem hat, ist ja auch aufgrund der letzten Finanzkrise begründet, ne? Dass die Italiener dazu gezwungen wurden, ihr Gesundheitssystem so dermaßen runterzufahren, dass die jetzt da ziemlich im Dreck sitzen, ne? Also, und ausgegangen ist das von hier, von Herrn Schäuble, ich will es mal sagen. Also das ist ursächlich dafür, ne? Ja. Ja, genau das hatte ich mir gerade aufgeschrieben, dass die Kürzung des Gesundheitssystems unter EU-Vorherrschaft und so weiter, aber macht überhaupt nichts. Ich glaube aber auch, dass man aufpassen muss, also auch wenn das deutsche Gesundheitssystem nicht ganz so krass zugerichtet worden ist wie das italienische, sind wir trotzdem weit davon entfernt, besonders gute Zustände zu haben. So, ne? Also die also Deutschland hat tatsächlich weltweit eine der höchsten Intensivbettquoten, aber es ist trotzdem so, dass die in Normalzeiten zu 80-90% belegt sind. So. Und wenn jetzt eben Intensivbetten geleert werden in Vorbereitung auf mögliche Mehrfälle wegen Covid-19, heißt das, dass andere Leute, die vielleicht jetzt vorzeitig entlassen worden sind oder dass eben OPs, die man ein bisschen verschieben kann, dass die eben verschoben worden werden, die jetzt nicht nur irgendwie OPs, also jetzt keine Schönheitsoperationen oder sowas, ne, sondern auch irgendwie Knie und Hüften und keine Ahnung was, Sachen, die schon auch zu Lebensqualität beitragen und sowas. Ne? Und die da fehlen jetzt natürlich massiv Kapazitäten. Das viel größere Problem ist aber, und da ist es eigentlich auch mittlerweile so bekannt, dass man es fast nicht mehr sagen muss, aber es ist natürlich der Personalmangel. Ne? Also Verdi sagt, uns fehlen 162.000 Stellen in den Krankenhäusern. Und das hat jetzt konkret in den letzten Jahren, also nachdem diese Personaluntergrenzenverordnung eingeführt worden ist vom Gesundheitsministerium, hat es dazu geführt, dass ich glaube 36% ist die Zahl, vielleicht sind es 34 oder so, aber auf jeden Fall was um den Dreh, der Intensivbetten konnten nicht besetzt werden im letzten Jahr, weil einfach nicht genug Personal da war. Also das war eine von den wenigen Bereichen, wo es tatsächlich, also wo die Krankenhäuser die Betten schließen mussten, wenn sie nicht genug Personal vorrätig hatten. Und wenn da also mehr als ein Drittel der Intensivbetten nicht bedient werden können, nicht davon reden, dass das Gesundheitssystem hier in Ordnung und gesund ist irgendwie im Vergleich zum italienischen vielleicht schon, aber im Vergleich zu dem, wie es eigentlich nötig wäre, glaube ich nicht. Und dazu kommt, dass wir jetzt in Deutschland das Gleiche erleben wie in Italien, wie in China, wie in Großbritannien, dass das Pflegepersonal völlig verheizt wird. So. Also es gibt nicht ausreichend Schutzausrüstung, es gibt keine Masken, es gibt nicht genug Kittel und so weiter. Also Masken müssen teilweise über Tage getragen werden, was so super eklig ist einfach und auch wirklich ungesund so. Und die Gefahr ist, dass sich jetzt tausende Pflegekräfte anstecken und ihre Patienten dann wieder anstecken. Ne? Und also wenn das passiert auch schon genau, also hier im Krankenhaus links der Weser haben wir den Fall gesehen, wo sich irgendwie 32 Pflegekräfte angesteckt haben. Und also was das für Folgen hat, das kann man sich wirklich schwer vorstellen. Also es gibt mehrere Fälle in Italien von Pflegekräften, die Suizid begangen haben, weil sie über mehrere Wochen lang eben
Corona-positiv waren, Patientinnen angesteckt haben und eben damit dann konfrontiert waren, sich zu überlegen, ja, ich bin jetzt möglicherweise für den Tod von ein paar hundert Leuten verantwortlich irgendwie. Und das als jemand, der in einem Beruf ist, wo es einfach darum geht, irgendwie Menschenleben zu retten und so. Ne? Also wenn ein Krankenhaus oder die Altenpflege jetzt, das ist in Großbritannien gerade ein großes Thema auch, und ist in Deutschland ja auch so, wenn in der Altenpflege eben oder in Krankenhäusern die Häuser zum Resonanzkörper für den Virus werden, dann wird es ganz schwierig. In der Altenpflege habe ich heute ein Interview mit einer Kollegin gelesen, wo die gesagt haben, wir kriegen nicht genug Masken, wir nähen unsere Masken jetzt selbst so. Und ja, ist natürlich schön, dass sie das machen und so, ne? Aber es ist natürlich weit von dem entfernt, was ein Gesundheitssystem in einem fucking Industrieland wie Deutschland irgendwie, wo es eigentlich möglich sein müsste, innerhalb von wenigen Tagen Millionen von diesen Dingern irgendwie herzustellen, die auch nur aus Kunststoff bestehen. So. Also da den Leuten zu sagen, okay, näht mal in eurer Freizeit selber diese Masken, das ist völlig absurd. So, die anderen Punkte, die ich noch habe, die sage ich später. Gibt jetzt hier noch eine Frage, ganz konkret, das ist ja auch in Bremen passiert. Die Daten von den Kranken werden an die Polizei weitergeleitet. Was ist mit dem Datenschutzrecht? Also es gab ja die Fälle gegeben, dass eben Daten von Erkrankten direkt an die Polizei weitergegeben wurden, damit in Anführungszeichen die Polizei halt weiß, wer erkrankt ist, damit sie sich nicht anstecken. Auf der anderen Seite stelle ich mir schon die Frage, warum alles in der Welt, warum muss die Polizei überhaupt so erkranken, was hat das überhaupt für einen Sinn, warum ist das so? Was ist da was soll das sein? So, also wie schätzt ihr das ein? Gab's das? Gibt's das? Wie ist das richterlich, rechtlich einzuschätzen? Wenn ich das richtig verfolgt habe, dann ist das überholt. Das hat es wohl gegeben und das wäre natürlich ein Eingriff gegen den Datenschutz. Aber ich meine, das ist überholt worden und das ist abgestellt worden. Genauso habe ich das auch verstanden, dass es hat sozusagen die Fälle gegeben und dann ist es Ihnen aufgefallen, dass es ein Problem ist. Wahrscheinlich auf der einen Seite rechtlich konkret mit dem Datenschutz und sagen politisch ist es natürlich ganz furchtbar gruselig, weil das sagen ja genau der Moment ist, wo dann sozusagen die Kranken auch noch zur Gefahr erklärt werden und sozusagen die kranken Personen, die infizierten Personen, die sind, die mit polizeilichen Maßnahmen behelligt werden. Ja, und da steckt sozusagen so eine Idee, glaube ich, hinter der Polizei zu sagen, okay, wir haben sozusagen so ein Register der gefährlichen Leute, warum die jetzt gefährlich sind, mag dahingestehen sein, ob sie Drogen verkaufen oder dies tun oder das tun. Und ich glaube, aus einer polizeilichen Logik fällt da auch ein Kranker drunter, der Leute ansteckt. Und das ist, glaube ich, so ein ganz klassisches und aber auch heftiges Beispiel, wie dann so ein repressives Moment plötzlich auch durchschlägt und dann eben schlussendlich da die Rollen verdreht. Ne? Ja, also zu diesem fällt mir nochmal, das hat Horst eben auch nochmal gesagt, mit diesem, also dass Leute nicht irgendwie an ihrem Zweitwohnsitz sein dürfen und so. Und ich finde, das fällt genau in diese gleiche Kategorie, dass wir halt auch wieder so einem vorauseilenden Gehorsam da folgen, ne, und gucken, also das ist jetzt, ich weiß nicht genau, wer sie weitergegeben hat, aber dass Menschen irgendwie aufgrund der Politik oder der Vermittlung, wie das gerade stattfindet, andere dazu aufrufen, deine Nachbarn zu bespitzeln. Und da gibt es wirklich konkrete Beispiele, dass Leute mit Hamburger Kennzeichen eingeschlagene Windschutzscheiben haben oder bei der Polizei tatsächlich angezeigt wurden, dass sie sich eben halt nicht in Hamburg befinden. Und ich finde, das macht auch was mit so einer, also dass auf der einen Seite wir viel jetzt über Solidarität auch geredet haben und auf der anderen Seite uns aber aufstellen, bereit zu sein, unseren Nachbarn oder unsere Nachbarinnen zu verpfeifen, wenn wir denken, dass sie irgendwie Gesundheitsauflagen nicht oder dass die Gesundheitsauflagen nicht entspricht. Das finde ich ist schon auch so ein, also was irgendwie in diesem Rahmen von Überwachung irgendwie ein Teil unserer Gedanken sein sollte.
Ich habe jetzt hier noch was von Genossen Schattenberg. Autoritäre Maßnahmen im Rahmen der Corona-Bekämpfung fallen nicht plötzlich vom Himmel. Vor dem Hintergrund der weltweiten Rezession wurden nicht nur in Frankreich die Gelbwestenbewegung repressiv bekämpft. Mit der Verschärfung der Polizeigesetze und der Aberkennung der Gemeinnützigkeit für Attac und die VVN wird zivilgesellschaftliches Engagement präventiv bekämpft. Rolf Gößner aus Bremen charakterisierte diese Entwicklung im Januar schon als repressiv. Möchte da jemand was zu sagen? Ich will, ja, also erstmal auf den Punkt wie immer, Wilfried. Nee, ich finde, das passt ein bisschen, weil ich, also die Krise, die wirtschaftliche Krise hatte sich tatsächlich vorher angedeutet und es war ein bisschen die Frage, was wird es eigentlich sein, die das auslöst, die Krise und richtig ja, anfacht. Und ich glaube, niemand hätte damit gerechnet, dass es so ein, also dass der Auslöser so stark sein wird, dass die Krise weit über das hinausgeht, was eigentlich jetzt rein wirtschaftlich-ökonomisch irgendwie angestanden hätte. Also ich glaube, wir bewegen uns, also Wirtschaftswissenschaftler diskutieren darüber, ob es, also nicht mehr darüber, ob die Krise mit 2008, 2009 vergleichbar sind, da sind sich alle einig, dass es deutlich schlimmer wird, sondern eher, ob es wie in den 70ern wird bei der Ölpreiskrise oder eher 29 FF. So. Also, und ich fürchte, dass es eher in die Richtung geht. So. Und ich glaube, dass das auch nochmal ein bisschen illustriert, warum, also du hattest eben gesagt, dass Verschwörungstheorien Quatsch sind und ich finde, man muss erklären, warum. Weil ich finde, es gibt schon gesundes Misstrauen gegenüber, weiß ich nicht, Medien und Politik und Herrschenden und so weiter. Und man kann ja sich schon denken, okay, hey, das, ne, jetzt gibt es hier Repressionen und es gibt eine Krise, das könnte auch irgendwie zusammenhängen und sowas. Ich glaube, der Punkt ist aber, also eine Verschwörung würde ja voraussetzen, dass es alles unter Kontrolle ist. In Wirklichkeit ist aber das komplett außer Kontrolle gerade. Also die Wirtschaft kackt ab, gleichzeitig passiert eben dieser Virus, der die Wirtschaft nochmal viel, viel schlimmer in den Abgrund reißt. Und das zeigt eigentlich, wie dieses System funktioniert. Nämlich, dass es nicht eins ist, was, wo die Herrschenden irgendwie da sitzen und die Fäden ziehen, so, sondern eigentlich eher so ein außer Kontrolle geratenes Boot und die Herrschenden hängen dahinter an einem Seil und lassen sich mitziehen. Aber sind zumindest irgendwie, weiß ich nicht, an der Sonne oder so. Und da müssen wir uns, glaube ich, drüber unterhalten, wie wir Mittel finden, den Kampf zu verbinden von, also Gesundheitsschutz gegen Repression, aber auch eben die Folgen dieser Krise, die da jetzt sich gerade anbahnt, die tatsächlich, also wo es nicht umsonst die Diskussion gibt, ob sie nicht vielleicht mehr Tote fordert als jetzt der Virus an sich irgendwie, ne? Also zumindest in der neokolonialen Welt ist es, glaube ich, nichts, was völlig, völlig absurd ist, so, ne? Also es ist, glaube ich, schon was passieren kann, so. Das ist, glaube ich, und vor dem Hintergrund finde ich auch, also die Debatte von dieser Spitzelkultur und sowas ist natürlich ätzend, aber man sollte, glaube ich, auch nicht vergessen, dass da schon auch eine reale Sorge gibt von Leuten, die sagen, okay, ich nehme mich zurück, ich will solidarisch sein irgendwie und andere halten sich nicht daran, das finde ich doof. Also ich glaube, das ist halt auch, spielt auch damit rein. Aber egal, das ist eigentlich, wichtiger ist, glaube ich, diese Frage, wie man diesen Kampf gegen Krise und Folgen und so weiter führen kann, so. Ja, ich finde an der Frage auch nochmal ganz spannend, weil ja hier auch auf die Gelbwesten Bezug genommen wird. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie ein großer Fan dieser Bewegung wäre, aber ich finde es schon irgendwie ganz spannend, irgendwie mal zu sehen, dass Macron, der Bürgerkönig, also von dem Kriegszustand jetzt mit Virus redet, obwohl er eigentlich seit Monaten einen richtig realen Kriegszustand in seinem Land hat, wo er nämlich die Leute irgendwie polizeilich, militärisch da bis hin zur Ermordung oder bis zur schweren Verletzung und so weiter und so fort da irgendwie vorgeht. Und da kann man natürlich sagen, es herrscht immer Krieg in den Metropolen, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen flach. Und ja, also ich finde das, also tatsächlich gerade in Frankreich finde ich das wirklich spannend. Was ist eigentlich aus dieser Bewegung da passiert? Wo sind die plötzlich geblieben? Was ist da eigentlich los? So finde ich eigentlich ganz spannend. Also,
das mal dazu. Ja, möchte vielleicht jemand noch was sagen zu den Kämpfen, die es jetzt konkret im Pflegebereich gibt, zum Pflegepersonal, ob es da irgendwas Konkretes gibt, weiß da jemand irgendwas zu sagen? Überforderung, ich meine, es gibt ja immerhin diese verrückte Idee, dass Pflegepersonal, dass also das Tarifrecht da ausgehebelt wird, dass also 10, 12, sonst was Stundenschichten da jetzt irgendwie angesagt sein sollen. Gibt es da irgendwie nennenswerte Bewegungen gegen, also jenseits vielleicht auch von Gewerkschaften? Ja, ich habe jetzt meinen Monolog gerade schon gehalten, aber dann mache ich das auch nochmal ganz kurz. Also es gab in NRW dieses Epidemiegesetz, was Anatol ja auch vorhin einmal erwähnt hatte, wo unter anderem auch eine Zwangsrekrutierung von Pflegekräften drin stand. Das wurde nach Protest aber zurückgenommen. Also da gab es tatsächlich eine kleine Demonstration von 12 Leuten oder sowas vor dem Parlament. Und eben vor allem ein Aufschrei unter Pflegekräften mit Online-Petitionen und allem drum und dran und so, sodass das dann im Endeffekt nicht angenommen worden ist. Also das zeigt auch so ein bisschen, dass bei aller Stärkung von Exekutive und so weiter, die auch nicht ganz machen können, was sie wollen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Aber es gibt eben auch trotzdem weiter Versuche, ne, und Angriffe auch auf die Arbeitszeit mit dieser Covid-19-Arbeitszeitverordnung, wo auch die Überlegung ist, eben also einen 12-Stunden-Tag einzuführen und eine 60-Stunden-Woche, Verkürzung der Ruhezeit auf 9 Stunden und so, eben mit der Begründung von Notlage und so. Ne? Und also, was das im Pflegebereich bedeuten würde, ist klar. Also, das würde mehr Burnout bedeuten, noch mehr Leute, die ihren Job krank verlassen müssen oder sowas und eben noch mehr verheizte Leute. Das ist, glaube ich, klar, dass es dagegen Widerstand geben muss. Das ist zur jetzigen Lage natürlich nicht wirklich möglich. Also wer jetzt im Krankenhaus die Idee bekommt zu streiken, macht es natürlich gesellschaftlich unmöglich. Aber was, glaube ich, klar wird, ist, wie systemrelevant Pflegekräfte jetzt gerade sind. Weiß jeder, und nicht nur Pflegekräfte, sondern auch Einzelhandelsbeschäftigte und so weiter. Und dass dieser Zustand denen jetzt eigentlich das Signal geben müsste, okay, wir sind unverzichtbar, wenn wir jetzt mal die Brocken hinschmeißen, wenn der ganze Scheiß vorbei ist, und in den Kampf treten, dann können wir wirklich was erreichen, weil dann tatsächlich die Gesellschaft ein Problem bekommt, so, ne? Und dann, das ist dann nicht nur fehlendes Klopapier, sondern auch alles andere. Und das wäre eigentlich wünschenswert. Und ich glaube, dass da Gewerkschaften und Linke und sowas auch eine besondere Aufgabe haben, Verantwortung haben, diesen Kampf zu unterstützen, anzustoßen und sowas. Und da eben für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen von diesen Millionen Leuten dann irgendwie auch zu sorgen. Gibt jetzt hier nochmal eine konkrete Frage. Auf welcher juristischen Grundlage basiert das Recht des Staates, über den Weg von Verordnungen grundsätzlich garantierte Freiheitsrechte zu beschneiden? Auf welcher Grundlage? Also das ist ja wahrscheinlich dieses Infektionsschutzgesetz. Oder vielleicht kann da jemand... Das ist das Infektionsschutzgesetz, das... Das ist natürlich erstmal relativ offen formuliert, ne? Es ist ermöglicht, sozusagen den Gesundheitsämtern Maßnahmen zu treffen für den Infektionsschutz. Das war jetzt am Anfang über Allgemeinverordnungen geregelt, dann haben sie gesehen, das passt irgendwie nicht, jetzt machen sie es über Rechtsverordnungen, aber das darauf begründet es erstmal. Das ist total allgemein formuliert, weil glaube ich, der Umgang mit, also es hängt halt davon ab, um welche Krankheit es geht, was sozusagen ganz konkret ansteht, um sozusagen Infektionsschutz irgendwie hinzukriegen. Das ist ja sozusagen nicht nur auf Corona gemünzt, sondern auf alle möglichen Erkrankungen. Genau, und ich glaube, die Frage, wo es spannend wird, ist sozusagen die Verhältnismäßigkeit, ne? Also wie juristisch, das ist sozusagen in der Argumentation immer der Knackpunkt, hängt es an, ist sozusagen die Maßnahme geeignet, irgendwie zum Infektionsschutz irgendwie beizutragen und wie verhält sie sich sozusagen zu den Einschränkungen? Schießt sie übers Ziel hinaus? Und das ist sozusagen der Punkt, an dem sich das sozusagen alles dann niederschlägt. Man muss dazu vielleicht sagen, das Infektionsschutzgesetz
erlaubt sozusagen, nachdem das Parlament entschieden hat, wir haben jetzt eine Epidemielage, das erlaubt dann sozusagen Herrn Spahn, ermächtigt Herrn Spahn, dann entsprechende Anordnungen zu treffen. Die gehen allerdings nicht so weit wie das, was wir jetzt so unter Grundrechtseinschränkungen hier schon erörtert haben. Das ist im Übrigen im Wesentlichen nicht von den Ländern so entschlossen worden. Das ist nicht von dem Bund befasst worden, erfasst worden. Aber wichtig ist mir, dass, also ich finde schon die Vorstellung, dass Herr Spahn sozusagen sozusagen durch Gesetz ermächtigt wird, eigenständig dann aufgrund entsprechender Beratung durch den berühmten Tierarzt und den Virologen dann entsprechende Maßnahmen zu verhängen, die sich in erster Linie allerdings auf den Gesundheitssektor beschränken, was das Infektionsschutzgesetz vorsieht. Alle anderen Dinge laufen über die Länderparlamente. Genau, das bezieht sich ja vor allem, oder ich glaube, das, was Sie sagen, der eigentliche Gedanke des Infektionsschutzgesetzes war sozusagen staatliche Maßnahmen, um eine Quarantäne von Personen durchzusetzen. Und das ist sozusagen das, was da sozusagen schon auch schon immer mit betrieben wurde und worum das auch immer schon ging und sozusagen alle möglichen Krankheiten betraf. Und das ist tatsächlich ein Handeln des konkreten kommunalen Gesundheitsamtes. Und darauf hat das sozusagen sich am Anfang gestützt und jetzt werden sozusagen diese Verordnungen langsam sozusagen nachsortiert. Aber im Kern, meine ich, geht es immer noch darum. Ja gut, ich habe hier noch gerade eine schöne Sache reingekriegt, also so ein Statement, das kann man glaube ich irgendwie ganz gut nehmen, um das Ganze hier auf den Punkt nochmal zu bringen. Labore, die gegeneinander forschen, hier geht es lang, Teilhabe und Teilnahme an allem, was mit Menschen und Gesundheit zu tun hat, anders formuliert, mit Gesundheit darf kein Profit gemacht werden. Ich glaube, das ist irgendwie das, was es dann irgendwie am Ende auf den Punkt bringt. Und wir müssen halt gucken, wie wir wachsam sind, wie wir also die Maßnahmen, die offensichtlich nichts mit Gesundheitsschutz zu tun haben, sondern die in eine andere Richtung gehen, wie wir uns dagegen wehren, wie wir uns dagegen aufstellen und auf der anderen Seite natürlich irgendwie darauf achten, dass wir die Sachen, die sinnvoll sind, zum Schutz der eigenen Gesundheit, aber auch zum Schutz der Gesundheit da unserer Mitmenschen, dass wir da eben irgendwie nicht irgendwelchen Verschwörern auf den Leim gehen, die da irgendwas von G5-Masten erzählen oder sonst irgendeinen Käse, so, dass darum geht's tatsächlich nicht, sondern dass wir da genau den mittleren Weg finden und genau gucken, auf wessen Kosten wird das Ganze, auf wessen Rücken wird das Ganze am Ende des Tages ausgetragen, wer bezahlt den ganzen Kram und sind die Maßnahmen, die angesetzt waren jetzt, also kriegen wir die wieder zurück oder ist das, was Scholz und Konsorten sagen, die neue Normalität dann irgendwie das, was am Ende überbleibt und wir können uns jahrelang dann damit abarbeiten, da diese neue Normalität wieder zurückzufahren. Das wäre, glaube ich, so eine Gefahr dann so, ja. Okay, das war's, Freunde draußen im weltweiten Netz. Ciao.